Computerlogbuch Nachtrag. Wir untersuchen mehrere Anomalien in der Region. Wir hoffen, dass uns die Daten helfen, die Beschaffenheit des Grabens zu verstehen. Ich habe die Sternkarten mit neuen Koordinaten gefüttert. Sternzeit 2016-05-30,2. Dies sind die Abenteuer des uralten Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 4-Mann starken Besatzung unterwegs ist, neue Technologien zu erforschen, unmögliche Steuerungsmethoden und zappelige Hände. Herzlich willkommen bei Star Trek Bridge Crew. Wir spielen eine generierte Mission in der alten Enterprise. Und mit mir an Bord sind Christian Fritz Schneider, der sich hier den Hals verrenkt, um uns rüberzuschauen. Hallo Fritz, wink mal. Hallo. Kannst du winken? Kann ich winken? Ich spiele das auf der PlayStation 4 und habe keinen Move-Controller dabei. PlayStation 4-Spieler können nicht winken. Vorne auf dem eigentlichen Platz von Lieutenant Zulu war es, glaube ich, der Steuermann, GS-Archiv alias Johannes Rohe. Raise your hands up in the air. Hallo. Ja, ich kann alles machen, denn ich habe Oculus Touch Controller. Und auf der Position des taktischen Offiziers, Dr. Pepper, alias, beziehungsweise taktischer Offizier, Manuel Fritsch. Hallo. Yeah, live long and prosper. Genau, den Vulkaniergruß können wir leider mit den Oculus Touch Controller nicht machen. Ein großes Manko an diesem Spiel. Und das Coole hier ist, in der alten Enterprise-Mission, hoppla, ich habe übrigens sehr haarige Knie, ich bin euer Captain, mein Name ist Daniel Veit. Ich habe auch eine sehr tiefe Stimme dafür, dass ich so wohlgeformte Beine habe. Ja, die alte Enterprise hat folgendes Problem. Die Displays sind noch aus den 60er Jahren, das heißt, man hat keine Ahnung, was man hier drücken muss. Hier zum Beispiel kann ich den Screen umschalten. Keine Ahnung, was soll. Auch mal kann eine Hilfe einblenden, das ist ganz praktisch. Zum Beispiel kann ich hier auf die Außenansicht gehen, hier vorne auf dem Screen, da sehen wir die Enterprise. Ich kann einen Funkkanal öffnen, da ruft uns jetzt gerade aber keiner an. Ich kann Alarmstufe Rot einschalten, das brauchen wir jetzt aber nicht. Und ich kann zum Klemmbrett greifen und da auf unsere Missionsziele tippen. Zum Beispiel, wir sollen gasförmige Anomalien katalogisieren. Und das machen wir doch. Bitte, Mr. Zulu bzw. Mr. GS Archiv, reisen Sie ins System Malkev. Per Warp ins System Malkev reisen. Sehr gut, das brauche ich, die Warp-Karte. Jetzt muss ich 135 Mal hier durchschalten. Bestimmungsort. Nächster Bestimmungsort. Klick, klick. Allein die Tastensounds sind göttlich. So, System Malkev ausgewählt. Bestimmungsort auswählen. Und jetzt Warp aktivieren. Dafür brauche ich allerdings noch Energie auf den Warp-Spulen, Mr. Chefingenieur Fritz Schneider. Dann drehe ich mich mal hier ganz gewaltig um, denn sonst kriege ich von euch gar nichts mit, aber ich schaue normalerweise hier eine Wand voller Knöpfe an. Ich bin quasi das böse Kind, das in die Ecke gestellt wird und muss hier meine Bildschirme mehr anschauen und sehe erstmal gar nicht durch, was hier so los ist. Aber wenn ich die Hilfe einschalte, dann kann ich zumindest nach und nach lernen, wie das geht. Und jetzt weise ich mal ein bisschen Energie auf den Warp-Antrieb und dazu müssen wir hier die Warp-Spulen vorladen. Ah ne, Moment, dazu müssen wir erstmal den Warp vorbereiten. Da leuchtet auch schon die gelbe Leuchte. Warpkurs bereit. Und die Warpspule lädt und hier blinkt eine rote Lampe. Ich glaube, wir haben... Ah, ich sehe auf dem Display, es lädt sich auf. Warpspulen sind aufgeladen, Captain. Na dann, soll ich den Warp-Antrieb aktivieren? Selbstverständlich, aber bringen Sie uns doch bitte erst auf Warp-Vektor. Sind wir aber, glaube ich, schon, oder? Sind wir schon? Sind wir schon, ich habe uns schon ausgerichtet. Energie, bitteschön. Energie. Also für den Chefingenieur die ganze Zeit verdrehen muss. Jetzt warst du kurz soundmäßig weg, denn immer wenn hier das Spiel lädt, dann hört man uns nicht. Das ging in den 60er Jahren. Ich muss mich ganz schön verdrehen hier, damit ich irgendwas von euch mitbekomme. Chef, Gegner nähern sich. Oh, wir sind in Gefahr. Ich würde sagen, die Schilde sind aus. Schilde hochfahren, bitte Kurs auf Pirat 1 und Schiff attackieren, bitte. Schilde sind ein. Und sofern möglich durch die Schilde, ansonsten müssen wir sie wieder runterfahren. Bitte mal das Schiff scannen und auf Schwachstellen untersuchen. Und gegebenenfalls... Oh, mein Gott. Sicher, dass wir die Schilde anhaben? Ja. Die Schilde sind bei 88%. Schilde sind ein. Scannen. Okay. Schilde bei 95%. Pirat 1 zerstören. Schilde bei 66%. Phaser auf Pirat 1. Jawohl. Schilde bei 55%. Ich habe keine Energie für die Phaser. Ich weise Moment, ich gebe dir Energie. Wo ist denn das hier? Oh,
explodiert alles. Ich geh mal in die Außenansicht, die ist nämlich sehr lustig. Oh, sind noch außer Reichweite, ha? In Reichweite. Schild auf 9%, Captain. Ich nehme die Schildenergie runter und teile sie auf die Waffen. Ich kann keine Torpedos abfeuern. Schilde sind zerstört. Schön. Ziel zerstört, Captain. Kann mir irgendjemand erklären, was wir falsch gemacht haben? Crew, ihr wart es doch. Was? Wir haben nichts falsch gemacht. Deine Befehle waren 1A. Ich lasse die Phaser reparieren. Schiff zerstören. Ich kann nicht phasern, aber flott. Sind achso, du hast das falsche. Jetzt. Wir waren uns nicht einig, auf welches Schiff wir attackieren. Ist mir ganz egal, alle. Wir schießen auf Pirat 1. Ich kann irgendwie keine Torpedos abfeuern. Man fragt sich ja wirklich, wer diese Benutzerfläche in der Zukunft designt hat. Wir beschweren uns über fehlende Headports auf Smartphones. Und hier designt einer ein Raumschiff ohne Beschriftungen. Torpedos abgefeuert. Dafür gehen die ja zur Akademie. Der Warpkern ist bei 46%, Captain. Ich lasse ihn reparieren. Lassen Sie den Warpkern reparieren. Schilde sind wieder bei 100%. Keine Ahnung, wie das geklappt hat. Können wir jetzt mal eins der Schiffe zerstören vielleicht? Wäre das was? Bitte Asteroid ausweichen, Steuermann. Befehl ausgeführt. Wow. Okay, nächstes Schiff bitte. Bitte wenden. So. Und wir attackieren. Wende. Wir attackieren Pirat 2. Oh, da ist ein großer Asteroid. Warpkern bei unter 40%. Greife Pirat 2 an. Hallo. Die wirbelt hier voll von durch die Gegend. Was ist hier los? Captain, die Hülle ist bei 59%. Schilder auf 100%. Naja, noch sind wir am Leben. Haben wir das Schiff jetzt mal im Griff? Was kriegen wir da jetzt? Vertont Torpedos abfeuern. Weniger Energie auf die Antriebe und ein bisschen mehr auf den Phaser. Torpedos abgefeuert. Sehr gut. Reicht noch nicht. Phaser auf volle Leistung. Phaser volle Energie. Da drüben, der lädt sich schon langsam auf. Volle Energie auf Phaser und Schilde. Antrieb ist jetzt gerade mal nicht so wichtig. Schilde sind bei 100%, Captain. Wunderbar. Warpkern? Ich habe die Energie von den Schilden runtergenommen. Warpkern ist bei 60%. Dann ist ja alles tippitoppi. So. So, das sollte reichen, hoffentlich. Sollen wir den kriegen? Geschafft. Jawohl, Ziel zerstört. Wir haben noch ein drittes Schiff. Und das letzte. Drittes Schiff auf Steuerbord, wenn mich nicht alles täuscht. Jo, richte uns aus, Captain. Versuche den Vorsicht, Asteroid direkt voran. Ja. Alles gut. Was für ein Blicky Blunti hier. Warpkern bei blinkt alles. Fast 90%. Hülle bei 53%. Chill. So, feindliches Schiff kommt direkt auf uns zu. Phaser. In Reichweite. Sehr gut. Status vom Schiff jetzt eingeblendet. Ich habe immer noch nicht genau verstanden, wann mein Torpedo fertig ist. Jetzt, wenn es Licht aufhört zu blinken. Ha. Und das in deinem Alter. Aber echt. Feind dreht ab, nehme die Verfolgung auf. Bisschen mehr Energie auf den Antrieb vielleicht, der soll uns nicht entkommen. Der Antrieb hat schon recht. Antrieb auf voller Energie. Helfen Sie uns. Oh, Notsignal. Ein Hilferuf. Geh mal auf den. Ich aktualisiere Ihre Konsole. Den zerstören wir jetzt noch und dann helfen wir den anderen. 100%. Wunderbar. Ich repariere, lasse die Schildemitter reparieren. Reparaturcrews bei den Schildemittern. Hülle auf 52 beim Gegner, Hülle auf 25. Noch einmal Phaser oder einmal Torpedo, dann haben wir es geschafft. Antrieb auf voller Leistung. Der Klicksound ist super. Klicksound ist das Beste. Sehr gut. Jawohl, da geht er hin. Treffer. So. Hier, Brofist. Johannes. Jawohl. Bam. Ja, hat fast geklappt. Optional den Notruf untersuchen. Okay. Bitte Impuls, Geschwindigkeit auf System Malkev 2 in den Planetenorbit. Malkev 2 wird ausgewählt. Zack. Planetenorbit. Oh, Planetenorbit. Oh, da sind aber auch Feinde am Start. Wird ausgewählt. Kurs wird berechnet. Falls möglich, Hilfe leisten in der Region. Der Antrieb ist beschädigt, aber wir lassen ihn reparieren.
Gut. Sehr gut. Bitte mit Impulsgeschwindigkeit so. In den Planetenorbit von Malkev 2. Impulskurs ist ausgerichtet und dann gebe ich... Wo stell ich denn den? Da, Impuls aktivieren. Go. Ich habe dauernd das Gefühl, ich müsste mein Knie jetzt anhauen hier links. Dann wundere ich mich, dass es nicht passiert. Ach mein Gott, ich habe da eine Geschwindigkeitsanzeige? Diese Blinkies da? Was übrigens auch schön ist, ihr müsst mal auf die Ritze gucken, wie abgebrannt die sind. Großartig. Also mein Captain Seat ist... Die Föderation hat ordentlich Knete. Mein Captain Sitz ist wunderbar, Teakholz, Kunstleder. Feindschiff nähert sich. Okay, Chef? Wir sind mal wieder unter Feindbeschuss. Bitte Feindschiff anvisieren, ein D5 Kreuzer 1 in 16 Kilometer Entfernung. Captain, Schiff zerstört, ja, sehr gut. Okay, so. Dann suchen wir... Was sollen wir scannen? Die Anomalie? Das Forschungsschiff 1. Nee, das 1. Einzelne... Dings da, das hier, oder? 1. Genau. Bitte auf Überlebende scannen. 35 Kilometer, volle Energie bitte auf den Antrieb. Antrieb ist auf volle Energie. Danke. Ich schicke Ihnen meine Sensordaten. Bestätigen Sie sie. Die Schilde laden langsamer, aber es ist egal. Ziel wird gescannt. Oh, wir haben eine Nachricht, ich mache mal den. Meine Crew ist vollzählig. Von uns aus kann der Transport beginnen. Weiß jemand, wie die Transporter funktionieren? Sie sind der taktische Offizier. Die Transporter sind bei mir. Okay, dann bitte. Ich sagen, aber da oben brennt es. Ach, ist doch nur eine Fleischwunde. Der Chefingenieur. Sekunde. Sobald in Reichweite, bitte Crew rüberbeamen. Scan ist abgeschlossen in 80, 90, jetzt. Bitte Crew Scan beamen. Erledigt. Wir sollten vielleicht anhalten, sonst... Ist das das Forschungsschiff? Ja. Ja. Forschungsschiff? Sekunde. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu machen habe. Hey. Erfassung läuft. Erfassung bei 0%. Es sind 10 Lebewesen an Bord, bitte. Bitte jetzt kein Beef hier auf der Brücke. Sonst kommt ihr gleich hier in Dings... Na, in die Brücke. Konzentrier dich da auf deine Gummibären-Tasten. Erfassung auf 100%, starte Beamvorgang. Ich habe wirklich das Bedürfnis, diese Buttons mal anzulecken. An deiner Stelle hätte ich das Bedürfnis, meinen Arm aus der Konsole entfernen zu lassen. Operativ, aber mich geht das ja nichts an. Captain, ich glaube, wir haben sie. Okay, es sind noch 4 weitere an Bord. Ich bin nicht ganz sicher. Oh. Okay, das wird mir nicht angezeigt. Es sind weitere 25%. Ja. Dieses beruhigende Knistern, ja. Die ganze Zeit im Hintergrund. Gemütliches Kaminfeuer. Schiffssysteme wieder bei 100%. Ich beame. Sehr gut. Oh, man sieht auch von außen die Einschusslöcher, wenn man die Außenperspektive... Im Namen meiner Crew möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Na also. Unsere Hülle ist auch runter auf 45%. Super. Und die wird nicht repariert. Die Anomalien in dem System sollen wir auch noch scannen. Das sind jetzt... 3 um uns herum, bitte die vordere Anomalie. Wird gescannt. Geradeaus. Ich wollte scannen. Hier per Touch hier drauf drücken, aber es ging natürlich. Tja, man kann nicht alles haben. Ich habe immerhin ein iPad aus den 60ern zur Hand. Und das hat schon Touch-Display und auch gar keine schlechte Auflösung. Jetzt oh, jetzt. Das ist ja geil. Guck mal kurz zu mir rüber. Sekunde, ich muss kurz seht ihr das? Ah, du hast auch einen. Ich kann mir hier oben den Bildschirm auch anzeigen. Ah, das ist ja geil. Cool. Dann musst du muss ich gar nicht zu euch gucken. Bitte nicht alle gleichzeitig, aber ich glaube, wir haben jetzt, jetzt müssen wir nochmal Anomalien in diesem System scannen, wie langweilig. Ja, das haben die 5 Jahre lang gemacht. Ja, das ist wahr. Da ist noch eine Anomalie, die außer Reichweite ist. Da fehlt noch eine, die hinter uns jetzt hier. Achso, dann bitte die auch noch scannen. Hier auf die lokale Karte. Also ich sehe hier keinen. Oh mein Gott, stopp. Wow. Ah, ja. Gut. Achtung, darauf nehmen wir doch wieder. Vielleicht soll ich euch nicht so viel Energie auf die Antriebe geben. Ich senke die Energie auf die Antriebe und push ein bisschen mehr auf die Schilder rauf. Für alle Fälle. Jetzt ist ja freie Bahn, jetzt können wir gerne Energie auf die Antriebe geben. Wo ist die Notkonsole hier? Volle Energie auf die Antriebe. Mit dem Schluck. Kein Alkohol am Steuer. Das aufklappen hier, oder? Lieutenant. Hallo. Das ist der Kühlschrank. Hallo.
Was denn? Was ist denn los mit euch? Jetzt reißt euch mal bitte zusammen. Ihr seid Offiziere der Sternenflotte. Der eine trinkt, der andere steckt seinen Arm durch die Konsole. Der dritte freut sich über seinen eigenen Bildschirm. Wir sind hier, um Anomalien zu scannen, nicht um Spaß zu haben. Das ist ja kein Computerspiel. Ich kann immer noch nicht scannen. Steht bei euch auf der rechten Seite auf diesen Displays oben auch irgendwas drauf? Ja, ja. Also ich kann gerade so dieses verseuchte Umgebung noch lesen, aber den Rest kann ich zum Beispiel von meiner Position mit der PlayStation 4 Pro nicht lesen. Das ist zu verkrisselt. Dafür liest es ja auch dein Captain mit der technologisch überlegenen Oculus Rift. Da steht Anomalie, Schilde, Hülle. Können wir mal kurz anhalten, bitte? Ich brauche irgendwie Scanner-Energie. Denk mal, man hat sich gerade mit dem Ding arrangiert. Wir wissen, dass wir da sind. Feindliches Schiff im Anflug. Wie unergonomisch so, die Karte platziert ist, ne? Ja. Für den Steuermann. Ja. Noch nichts mit Head-Up-Display und Mixed Reality und so. Kack. Vor allen Dingen, du guckst halt die ganze Zeit dahin, dann guckst du mal einmal auf den. Schaut mal. Oh mein Gott. Holla. Und rechts ist. Was ist das denn? Weltraum, Stonehenge. Bitte Anomalie scannen und zwar schnell. Mach ich. Schon dabei. Das gehört, unsere Impulsignatur wird verfolgt. Wahrscheinlich werden wir gleich Gesellschaft noch wieder bekommen. Vielleicht kommt Gott mit einem Raumschiff. Aber das sieht großartig aus in der Außenansicht. Das stimmt, ja. Hoppala, so. Das ist auch ein großer Planet nebenan. Sieht aus wie die Erde. Oh, wir haben das feindliche Schiff hinter uns. Scan ich abgeschlossen. Wende. Okay, feindliches Schiff. Scan ist abgeschlossen. Feindliches Schiff attackieren. Kurs auf feindliches Schiff. Feindliche Schiff mal aufs Display legen. Schiffen? Ja, feindliches Schiff ist jetzt gleich weg. Ich kann auf so Moment, ja. Wir haben eine ausreichende Menge an Daten gesammelt, Captain. Wir haben eine ausreichende Menge an Daten gesammelt. Ja, wir könnten auch gehen. Das ist ein klingonischer Kreuzer, oder? Warbird, ja. Soll ich feuern, Captain? Jawohl. Das kann doch kein Warbird sein. Alle Waffen auf den. Ach, stimmt, die Daten damals. Auf den Warbird. Was heißt denn da damals? Wir sind in der Gegenwart. Wann wird die Gegenwart eigentlich zum Jetzt? Behalten Sie mal die Schilde im Auge. 24%. Behalten Sie mal die Hülle im Auge. Schilde hochfahren. Ja, die Schilde sind an. Die sind doch schon die ganze Zeit an. Aber es kann nicht sein. Wir werden die ganze Zeit auf den Schilden beschädigt und die auf der Hülle beschädigt und die Schilde geht runter. Ich klick mal auf Schilde umschalten, was dann passiert. Schilde gesenkt. Schilde sofort wieder hochfahren. Schilde gehoben. Erst ja, mein Gott. Oh nein, wir haben ein Red Shirt verloren. Der Red Shirt ist gestorben. Ihr Schweine. Und Fritz ist schuld. Oh, er wird rausgebeamt. Du bist bei 14%. Oh mein Gott. Er wird weggebeamt. Ja. Jetzt konzentriere dich auf deine Arbeit. Ja, aber neben mir. Er wird weggebeamt. Aber jetzt ist er weg, jetzt vergiss ihn, der ist längst tot. War sowieso ein unsympathischer Kerl. Was kann ich nicht das? Ich kann es jetzt gestehen, ich hatte eine Affäre mit ihm, Captain. Das wissen wir alle, jetzt konzentrieren Sie sich auf Ihren Job und schießen Sie den Warbird ab. Prahlen Sie nicht immer mit Ihren Liebesaffären rum. Fähnrich, Pepper. Hülle bei 11%. Viele Treffer halten wir nicht mehr aus. Aber der ist auch nur noch. Oh, Torpedo. Hier kommt Torpedo. Hülle bei 3%. Diese Systemhacken gibt's hier nicht, was wir bei der modernen. Hülle bei 3%? Knallen Sie den scheiß Warbird ab. Hülle bei 3%. Ich habe keine Energie auf den Phasern. Doch. 48%. Volle Energie auf die Phaser. Du hast volle Energie auf den Phaser. Ja, Phaser sind außer Reichweite. Aber die müssen sich immer aufladen. Das meine ich. 38%. Torpedo. Ja. Ausweichmanöver. 24%. Down, 24%. Hülle ist bei 0%. Höhlenbruch steht unmittelbar bevor. Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, nein! Oh nein! Oh Gott. Ja, da merkt man, dass es William Shatner und Konsorten gar nicht so leicht hatten, in den 60ern die Enterprise zu steuern, denn es war einfach sauschwer mit diesem Interface, aber es macht tatsächlich mehr Laune als in der modernen Enterprise. Habe ich recht oder habe ich recht? Ja. Aber hallo, also wirklich. Ist ein bisschen so wie ein Unterschied. Man kommt da rein. Ist ein bisschen ein Unterschied wie Automatikauto und manuelle Schaltung. Der macht auch mehr Spaß, Stimmt. Wenn man selber schaltet. Man hat als das andere ist bequemer. Man hat als Captain ein bisschen weniger Kontrolle, weil man eigentlich nur das Klemmbrett hat und das bringt gar nicht so viel, weil man die Infos sowieso vorne auf der Map hat und muss sich deswegen da auf die Infos von den Crewmitgliedern verlassen. Aber trotzdem ist es echt lustig und atmosphärisch. Und also jetzt hat es gerade noch unseren Kollegen da erwischt. Sehr cool.
Es macht ein bisschen mehr Spaß, weil man sich die Informationen aus mehreren Quellen zusammenholen muss. Also man hat rechts oben Displays, wo zum Beispiel der Scanner-Status steht, links von uns die Karte. Man muss viel mehr aktiv machen als in der modernen Variante, das stimmt. Wie immer gilt, wirklich schade, dass das nicht besser in der Kampagne geht. Ja, schade. Vor allem die Missionen, gut, die sind in der Kampagne auch nicht so obergenial designt. Und die, die man mit der Enterprise spielen kann, sind aus der Retorte. Also werden wohl zufallsgeneriert. Aber schade, dass sie nicht da eine Kampagne gebaut haben. Aber kommt ja vielleicht noch. Kommt oder? Noch. Vielleicht. Naja. Wäre sehr, sehr cool. Und ich wünsche mir auch weitere Schiffe. Die Enterprise von Picard oder die Voyager. Steckt auf jeden Fall Potenzial drin. Ja, gut. Haben wir die alte Enterprise auch mal gespielt. Jetzt haben wir insgesamt eine ganze Weile Star Trek Bridge Crew gespielt. Unser Fazit vielleicht nochmal kurz. Wie fandet ihr es bisher? Fritz, du zuerst. Also ich finde, dass das einfach eine Tech-Demo im weitesten Sinne immer noch ist. Und für ein Vollpreisspiel, 60, 70 Euro, nicht angemessen. Also da ist zu wenig drin. So nett das ist, jetzt hier zusammen zu spielen und auch auf der alten Enterprise. Schöne Ansätze, aber wenn es nach mir ginge, wäre das was, was man einfach dann vielleicht den Moddern übergeben müsste, dass die da noch richtig coole Inhalte reinsetzen. So ist es mir zu wenig. Manu? Ich finde es faszinierend, wie toll das ist, VR mit vier Leuten gleichzeitig zu erleben. Also das Potenzial, was Johannes auch schon gesagt hat, das spürt man hier in diesem Spiel. Aber die 5, 6 Missionen, die in der Kampagne drin sind, sind für Solospieler definitiv zu wenig. Zu viert macht es Spaß, aber da muss mehr drin sein. Da müsste deutlich mehr drin sein. Oder es müsste vom Preis billiger sein. So 20, 30 Euro würde ich da völlig okay für finden. So ist es schon eher für Hardcore-Fans, glaube ich. Johannes? Ja. Da kann ich mich den beiden eigentlich nur anschließen. Also es ist für so einen Abend super nett. Also ich fand es jetzt echt echt witzig. Und das mit vielen Leuten zusammen zu erleben, ist natürlich sehr, sehr cool. Und auch die VR-Erfahrung ist eine coole. Allerdings nutzt es sich dann eben auch relativ zügig ab. Die Missionen sind halt auch die, du hast es gesagt, auch die Kampagnenmissionen so toll designt jetzt nicht. Und dementsprechend dann auch schnell wieder gut gewesen. Und ich glaube halt, dass es schwierig werden könnte in ein paar Wochen, wenn so ein bisschen der Novelty-Effekt abgeflaut ist, überhaupt noch Spieler dafür zu finden. Also wenn man jetzt nicht gerade drei Freunde hat, die auch alle eine Oculus zu Hause stehen haben oder eine andere VR-Brille. Und wer hat das schon? Insofern solltet ihr euch sehr genau überlegen, ob ihr euch dieses Spiel kauft. Es macht Spaß, wenn man denn mit Freunden zusammenspielen kann. Das habt ihr hoffentlich ein bisschen mitbekommen. Mehr zum Thema Star Trek Bridge Crew lest ihr auf der GameStar.de im Test. Wir bedanken uns sehr, dass ihr zugeschaut habt und wünschen euch noch viel Spaß im Weltraum oder wo es euch auch immer sonst hinzieht. Schönen Tag. Tschüss. Ciao. Tschüss.